Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer ist vor rund 100 Tagen offiziell in sein Amt eingesetzt worden. Seitdem hätte er für mehr Sicherheit und Sauberkeit in Albstadt sorgen können, berichtet er gegenüber dem SWR. Außerdem versuche er, mit den Bürgern in engen Kontakt zu treten. Dafür will er Bürgersprechstunden in den einzelnen Ortsteilen anbieten. Auch ein längerfristiges Thema steht auf seiner Agenda. Er will sich um den Sanierungsstau in Albstadt kümmern. Davon betroffen sind Sporthallen, aber auch Kulturstätten und Schulen.